So, da bin ich jetzt wieder nach 10 Sekunden Musik hören. Wir sind gerade dabei, eigentlich hier unsere Teile zu überprüfen. Und irgendwas fällt mir gerade auf. Hat das schon immer so verpixelt? Bestimmt, aber fällt mir gerade erst jetzt halt auf. Hit Rate Up 1. Anti-Seagold-Tief. Aber wir können hier jetzt ein paar Sachen umrüsten, ne? Anti-Stone AP. Das können wir noch so weg. Also abrüsten, ne? AP hier. KW ab, was macht das? Ja, könnte ich sogar nicht mal ausrüsten, weil ich dann zu fett wäre. Maya, aber die hat noch ein paar Sachen da, Mentalitätsbonus. Ja, dann warten wir mal, bis Maya oder Katzen deren Teile aufgewertet haben. So, jetzt schauen wir mal kurz hier noch nach oben. Ich glaube, also es wird jetzt hoffentlich die letzte Part hier mal sein. Ich glaube, wir müssen da nach unten nochmal hin. I've got your back. Ansonsten gehen wir wieder raus. Wir haben jetzt halt hier die Arts alle. Die haben keine MP. Na gut, ich bin auch vorhin gestorben. Mag die Attacke. Hop, hop, hop. Maya kann jetzt halt auch mal den hier machen. Wir haben hier ein paar. Gravity. Keine Feuerart? Scheinbar ja nicht. Gut, dann machen wir es einfach so. Na, wobei, ich kann das ja nicht. Bang, bang. 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 So. Und. Hop, 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 hop. Einfach irgendwas. Das hat wieder geleckt. Hopp. Hopp. Bang. Die arme Pflanze, aber jetzt, ich glaube, das sieht so ein bisschen verpixelter aus. Auch bei mir auf dem Bildschirm. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es sieht verpixelter aus. Einiges. So, jetzt habe ich stark das Gefühl. Dieses Gefühl gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Thunderflash. Vielleicht kann es auch einfach am Emulator liegen, dass er die Auflösung nicht so packt. Weil ich mache ja zumindest zwischen den Aufnahmen, kann ich den Emulator so weit minimieren, dass er nicht mehr läuft. Also sprich, er stoppt alles. Das ist die Zeit halt einfach nicht. Im Spiel weiterläuft, während ich keine Ahnung aufs Klo gehe oder sowas. Und da ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass, wenn ich dann wieder anfange, ins Spiel zu gehen, dass die Auflösung bei Streamlabs nicht passt. Also, dass ich da wieder die Anpassung an der Stelle sogar größer ziehen muss, weil sonst unten rechts schwarze Balken sehen wird. Und daher, ist jetzt natürlich die Frage, ne? So, nach unten wollte ich. Also hoffe ich mal, dass es nach unten war. Das sehen wir gleich, sobald es jetzt irgendwie ein bekannter Ort ist. Kehre ich zurück.
okay, bekannter Ort. Aber hier werde ich jetzt halt ausnahmsweise nicht zurückkehren, einfach weil ich hier mich kurz ausruhen kann, trinken kann und kochen kann. Diesmal Beef Sandwich von Maya. I guess this is how you make a sandwich. What's inside? A slice of ham, I guess? Bread. I prefer rice. Dass er immer mit seinem Reis kommen muss, ne? Der Sorter Chief. Oh. Weil das Katz dann immer mit dem Reis kommen muss. Ich meine, schön und gut, Reis ist lecker und passt auch zu vielen Gerichten. Aber du musst auch nicht Tag ein, Tag aus ständig nur auf Reis fressen. Du bist ja kein Reisfresser, sondern ein Mensch. So, und dann Chaos Strike. So. Wir haben gelernt, dass die Viecher schwach gegen Licht sind. Also Blind Fairy. Katzen. Kanonblast. Goblin Dance. Und. Nope. Bitte hier. Weil, nehmen wir mal an, ich erledige den jetzt mit einem Hieb. Dann ist zumindest einer wirklich weg. Also noch einer. Aber jetzt leckt der hier öfters. Ich schaue, dass ich mal den Part. Ja, wird wahrscheinlich. Ja, gut, ich schaue, dass ich hier jetzt erstmal aus dem Wald rauskomme. Dann kann ich den Part im Freien beenden. Abspeichern und dann einmal den Emulator neu starten. In der Hoffnung, dass das jetzt die Lags erstmal weghaut. Heaven's Fury. Wie bitte? 3000. Ne, 4000 sogar. Grob. Light from the heavens. Jetzt hier nochmal. Bing, bing. Das tut weh. Yes. okay. Ein Hit, wo ich mir einfach getroffen werde, dass der ekelhaft aussieht, wenn ich das so anmerken darf. Aber das leckt jetzt halt um einiges. Das gefällt mir nicht. Und ich wiederhole, nicht. So. Jetzt bin ich hier paralysiert, da kann ich nichts machen. Ist nicht länger paralysiert. Ja, das heißt, Paralyse hebt sich mit dem nächsten Angriff auf. Aber dafür kann ich auch nicht blocken. Schön zu wissen. Alter, das laggt! Warum muss es immer so laggen? Also, in diesem Part ist es ganz schlimm. Obwohl da eigentlich nicht mehr läuft als vor 10 Minuten an meinem PC, also noch nicht mal Windows Updates und so. Alter, ist das verpixelt. Na. So. Hopp. Komm. Au. Aber naja, jetzt haben wir nochmal. Dann kommen wir fast mit Level 40 aus dem Dungeon raus. Also in manchen Final Fantasy Teilen war das schon das fast, ja gut, nicht ganz, du Final. Oder? Ja, nicht wirklich, oder? Ich bin mal kurz am Überlegen, Final Fantasy. Ich glaube, es gab ein oder zwei Teile, das müsste fast, glaube ich, fast, schon fast der Vierer gewesen sein. Da konntest du das Spiel mit Level 40 abschließen. Also da war das Scaling nicht so hoch. Beziehungsweise gut. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, aber Mystic Quest Legend für den
Das Super Nintendo damals war ja meine Lieblingsspiele übrigens. Das war ja als mehr oder weniger Final Fantasy Einführung gedacht. Also es kam von Square Enix, hatte aber sehr abgespecktes Final Fantasy Handling und eine sehr bedürftig erzählte Story mehr oder weniger. Und also ich habe das Spiel als Kind geliebt und da war auch das Maximallevel 42. Das war direkt interessant, also du hast das Level nie wirklich gebraucht auf Level 42, aber es war das Maximallevel im Spiel einfach. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu ein Let's Play machen soll. Weil ich habe das Spiel schon zweimal durchgespielt. Und ja, das reicht mir ehrlich gesagt. Schluck auf, okay. Muss ja einmal in der Aufnahmesession kommen, dass hier der Schluck auf erscheint. Flash, Blade Dance. So, du wirst jetzt erstmal brennen. Nova Heat, Dark Disaster. Du kannst so. Mal erst schneller, okay. Flames of Judgment. Und Bang. Okay, da hat jetzt so komplett die Animation gefehlt. 12 Minuten. Da ich jetzt in dem Part noch was machen möchte und ich hier schon fast Level 40 bin, werde ich hier jetzt halt auch ein Heaven's Path verwenden. Weil sonst kommen wir in 6 Minuten nicht aus dem Wald raus. Auch wenn wir jetzt halt mit den Arts um einige stärker geworden sind. Payback. Radiance 4. Wunderbar, aber Items. Spell Way. Okay, das sind die drei Dokumente, die habe ich schon. Heaven's Path Point Card. 21.000 Schaden könnt ihr das nächste Mal mit der machen. So. Gut, dann sollten die uns jetzt halbwegs in Ruhe lassen. So, dann kommt jetzt erstmal hier das Wasser und dann der Baumstamm, der so auffällig da nach rechts geht. Na, einfach nur den Weg entlang. Ich werde dann jetzt auch kurz mal nochmal in Juno vorbeischauen, weil ich Heilung brauche. Beziehungsweise noch ein paar Heil-Items benötige. Sonst ist die Gefahr noch größer, dass ich sterbe, wenn ich mich nicht zwischen den Kämpfen heile. Gut, ich muss technisch gesehen auch noch dran denken, mich zu heilen, aber es geht nur um die theoretische Möglichkeit, dass ich mich heilen könnte. Wenn ich zwar selber so dumm bin, was ich mache, ist es eine andere Geschichte, von daher. Lass mal den Kampf hier überleben. Ich könnte hieran die Meistigsart zu verwenden. Zumindest bei meiner, weil ich glaube, du brauchst irgendwie ein paar MP-Punkte. Und dann down, up, right, down, up, left, down. So, auf Beamkanone. Dann schau mal. Und du musst halt noch weniger als 50% deines Lebens haben. Das ist das, was ich jetzt. Ja, wusste ich doch. Meistigart. Verbinden wir mal. Mal schauen, was das ist. Okay. Alter, das ist ja nochmal stärker als die Meistigart. Fuck.
Und wir werden sogar geheilt. Ei. Das ist eine heftige Attacke. Aber wie gesagt, ich glaube, auf der Seite, wo ich die Sachen nachschaue, steht, dass du Mystic Arts nur verwenden kannst, wenn du unter 50% HP hast, 100 MP und ich glaube noch, kann sein, dass es noch 100 AP sind, die du benötigst. Sehen wir es jetzt gleich bei Maya. Ja, du benötigst 100 AP auch noch zusätzlich. Von daher, wird es interessant, wenn ich bei den restlichen das mache. Aber Forbidden Right, 100 AP. So, hop hop. So. So, und weg ist er, wunderbar. Piece of cake. So, damit bin ich doch noch Level 35 gekommen. Das heißt, nur noch Maya fehlt. Und damit müssen wir aus dem... fast aus dem Wald draußen sein, aber damit kommen wir auf die 18 Minuten genau hin. Ich bin ein Profi. Auf jeden Fall... So. Jetzt schauen wir mal. Wo gab's? Hör auf zu laggen. Ich meine, das hören sogar meine Zuschauer. Du bist kein Job. Aber wenn ich jetzt halt aufnehme, da müsste der Shop sein, den ich brauche. Wenn ich jetzt halt weiter aufnehme. Ich brauche plenty of food. Das ist der Essensladen. Da wollte ich netten. So. Buy items. Heal Potion. Alter. Selbst wenn ich nichts mache, leckt das. Was soll denn der Scheiß? Aber da kaufen wir mal bitte 22. 30%. Was haben wir sonst noch? Camping. Ja, Alter. PC. Mein Gott. Magic Potion. Bräuchte ich eigentlich auch inzwischen. Lamsang. Nehmen wir mal einen neuen mit, wenn wir schon mal das Geld haben. Davon eins. So. Dann haben wir auf jeden Fall genügend. Oh, thanks, take care of yourself. Haben wir noch einen kleinen Bonus erhalten? Wunderbar. So, aber dann kann ich hier raus. Menü, Move. Jetzt zeige ich euch mal die Move-Funktion. Null. Oh. Ich dachte, da passiert mehr. Jetzt bin ich enttäuscht. Na egal, wir wollen ja nach Null. Flop. So. Flop. So. So. Damit sind wir jetzt hier in 0 angekommen. Das erste, was ich hier jetzt wirklich mache, ist Spiel speichern. Schauen, dass ich den Emulator wieder richtig zum Laufen kriege, dass er nicht laggt und verpixelt aussieht. Und dann war es hier auch schon mit dem Part. Falls euch der trotz die technischen Probleme. Ja, nenne ich die einfach mal so. Gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über Like, Kommentar oder ähnliches. Und wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao.